Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Zweisternhof. Ja, ihr seht es, ich habe versprochen, wir werden diese Folge düngen, weil wir das ganz verpeilt haben und deswegen werden wir das auch machen. Ich weiß gar nicht, welche Reichweite der hier hat. Aber ich glaube, das kommt schon so weit hin. Gucken wir mal. Ja, und gedüngt müsste es eigentlich auch sein. Wir testen einmal kurz raus. Nicht gedüngt. Ah, 30% gedüngt, 50%, sehr schön. Und weiter geht's. Das ist schön. Dann können wir hier noch mal ein bisschen düngen, um den Ertrag noch ein bisschen zu erweitern. Hier müsste, glaube ich, was wächst denn hier? Hier wächst Sojabohnen, müsste das, glaube ich, sein. Die guten Sojabohnen. Zack. So. Boah. Ja, ohne GPS-Mod, das ist echt. Da muss man raten, aber so müsste das, kann man es so sehen. Ja, wir fahren, glaube ich, schon zu weit rüber. Wir fahren, glaube ich, schon zu weit rüber. So, und dann machen wir gleich nochmal aus. Ah, er ist immer noch schön am Pflügen. So, ich glaube, wir müssten hier wieder rein. Ja, das passt schon. Dann fahren wir jetzt hier, aber das ist kein GPS-Mod. Schade. Vielleicht gibt es ihn mittlerweile schon, wenn ich aufnehme, aber ich habe ihn gerade nicht während meiner Aufnahme. Sonst würde ich ihn ja benutzen. Wir sind schon wieder zu weit drüben, glaube ich, ne? Aber ist nicht schlimm, er verbraucht ja sowieso nicht so viel. Das ist okay. Da können wir auch ein bisschen freizügiger sein mit dem Dünger. Solange die Pflanzen nicht überdüngt sind und wir solche Sojabohnen herauskriegen. So, dann wollen wir mal gleich hier rum, aber. Ja, irgendwie sieht das komisch aus, wenn sich das da alles irgendwie aufbaut. Haben wir da auch schon gedüngt. Zählt das? Da gucken wir gleich mal. Ob das schon als Düngestufe zählt, dann hauen wir da auch gleich Dünger drüber. Aber ich glaube, weil unsere Maschine hat auch Dünger mit drin, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ob dann schon hundertprozentig gedüngt ist, glaube ich nicht. Aber wir müssen unser. Wir haben noch ein Haferfeld. Doch, ein Haferfeld war das. Ein Haferfeld haben wir noch. Das müssen wir auf jeden Fall auch düngen und dann hätten wir ja schon Sojabohnen für die Schweine, aber Sojabohnen sind echt teuer, die können wir wieder lieber verkaufen und Raps anpflanzen für die Schweine. So, dann haben wir das Feld auch gleich fertig. Und dann gucken wir mal. So, und zack. So, gedüngt. Gedüngt. Ja, komm, dann düngen wir das Feld hier einfach mal. Wenn das gedüngt ist, 50%, und wenn wir dann nochmal direkt anpflanzen mit Dünger, dann müssten wir unsere 100% schon voll haben. Ey, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. So. Und hier können wir das auch ein bisschen besser sehen, ne? Wir können noch weiter rüber. So. Alter, da wackelt er. Da wackelt er im Gepflügten. Aber ja. Sehr schön, dann machen wir das. Und dann haben wir hier schon die erste Düngestufe. Und wenn wir dann hier ansehen, haben wir schon eigentlich direkt die zweite. Aber was wollen wir hier ansehen? Was wollen wir ansehen? Was wollen wir denn ansehen? Das ist die Frage. Bisschen weiter rüber können wir noch. Ja, passt. Was wollen wir denn ansehen? Ein bisschen weiter, müssen wir wieder ein bisschen weiter rüber. Wir bräuchten ja für die Tiere mal Strohballen. Wir gucken gleich nochmal, was genau die Tiere brauchen. Dann können wir uns dem im Sinne entscheiden. Weil Silage hätten wir dann schon. Wir gucken einfach gleich mal, was die Tiere brauchen. Jetzt habe ich schon wieder zu früh angefangen. Oh, er ist gleich fertig. Könnte ja unser großer
Eigentlich kann auch der ansehen. Wir müssen mal gucken, was die Sämaschine braucht, wie viel PS, aber 150 PS müsste eigentlich reichen. Weil der andere fährt halt einfach mal ein bisschen schneller. Mit denen sind wir schneller unterwegs. Für noch ein paar Sachen, die wir uns noch kaufen werden. So, und die Ecke nehmen wir auch noch mit. Oh, die Pfütze da. Wow, der Baum. Du hast deine Arbeit noch nicht richtig erledigt, aber das werden wir gleich nochmal selber machen. Und jetzt fahren wir nochmal ein bisschen rüber. Dass wir hier mittig nochmal wieder ein bisschen rüber. Dass wir hier das alles mitnehmen und dann pflügen wir das gleich nochmal selber. So, sehr schön. Ja, komm. Und zack. Mal ein bisschen ranzoomen. Na komm, jetzt werden wir das eine Stück noch selber schnell machen. Zack, unser Case. So. Das müsste jetzt passen, genau. Und dann gucken wir gleich mal, was wir anpflanzen. Erstmal gucken wir, wie viel PS der braucht. Oder wollen wir ihn gleich anpflanzen lassen? Nee. Wir düngen jetzt, würde ich nochmal sagen. Wir düngen. Oh. Können wir noch ein bisschen weiter rüber? Ja. Wollen wir ein bisschen zu weit rüber? Ja, ist nicht ganz so schlimm. Der Außenrand. So. Wir gucken jetzt mal. Zack. Eben. Dich können wir jetzt erstmal schon mal. Dich bringen wir erstmal weg. Fahren wir erstmal durch die Pfütze. Flatsch. So. Unseren Pflug, den bringen wir erstmal zum Feld. Den brauchen wir als nächstes da, wenn das Feld abgeerntet ist. Und fump, nächste Pfütze. Oh, ein bisschen ranzoomen. Warte, ich kümmere eigentlich, dass das hier sowieso alles unsers ist. Zack, senken. So, jetzt. Oh, schon wieder so weit dran gezoomt. Ranzoomen, ranzoomen. Wow, wow. Mit dir fahren wir jetzt erstmal zu unserem anderen Feld. Das ist eigentlich klein, das geht relativ schnell. Können wir mit dir da schnell drüber fahren? Oh, ich mag diesen Feldweg hier so leicht huckelig. Pfützen sind dabei. Ich finde diesen Weg auch total toll. Ich kann den Weg toll finden. So, gucken wir mal. Wo kommen wir denn hier raus, wenn wir. Okay. Hier können wir auch lang. Ist das auch unsere Wiese? Gehört das auch zu unserem Grundstück? Dann könnten wir das hier so auch noch mal mähen. Gucken wir mal kurz. Zack. Ländereien. Das gehört sogar auch uns. Das wusste ich ja gar nicht. Oder wollen wir hier noch ein Feld anlegen, Leute? Ein Feld oder nur eine Wiese? Wir gucken mal kurz. Wow, durch die Büsche durch. Wir könnten den Baum da wegnehmen. Aber wir lassen das, glaube ich, als Wiese. Oder? Leute. Wiese? Wiese oder Feld? Ich glaube, für Feld wird das hier zu schräg, oder? Gut, wir könnten das einfach vergrößern. Könnten wir sowieso, aber hier. Oder so, was heißt Wiese lassen? Ha, aber auf jeden Fall werden wir es auf jeden Fall erstmal abmähen, bevor wir da was machen. Abmähen können wir es auf jeden Fall eine Runde. So, dich können wir sogar zweimal düngen, weil du noch in der ersten Stufe bist. Das ist noch besser. So, dreimal. Na, knapp viermal müssten wir hier rumfahren, dann haben wir das geschafft. Aber das habe ich gar nicht gesehen. Aber diese Bäume.
sind diese komischen Bäume drauf. Hier könnten wir auch rein. Ah, jetzt habe ich falsch gefahren. Ach, egal, dann fahren wir einmal so jetzt. Bringt das gerade überhaupt was? Das ist schon 100% gedüngt. Hey. Hier bringt das gar nichts. Okay. Das Feld ist 100% gedüngt. Dann machen wir. Wie machen wir das jetzt? Wir könnten. Müssen wir kurz überlegen. Das ist hundertprozentig gedüngt. Okay, dann müssen wir, können wir das vielleicht in der nächsten Stufe nochmal düngen. So, ich nehme erstmal kurz mit. So, was machen wir jetzt? Die wir erstmal abnähen. Abnähen können, ach, abnähen können wir auch später. Dann machen wir lieber erstmal das. Da muss ich mal kurz gucken. Garage. Eigene Fahrzeuge. Zack, zack, zack. Da war sie doch. 108 PS, das ist okay. Dann kannst du. Kannst du ansehen und mit den großen werden wir erstmal unsere neue Maschine holen. Komm. Ah ne, dich haben wir ja gesagt, du kommst hier hin. Wow. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. So, und zack. Und rum. Dann nehmen wir mit dir die Seemaschine. So, und dann wollen wir mal noch mal kurz gucken. Keine Tiere. Es gibt gar nicht mehr so eine Statistik, ne? Für die Tiere. Aber die Tiere, die brauchen. Ja, komm, dann nimm mal. Machen wir mal kurz nochmal. Schaf. Besuchen. Schweinegehege. Zeigt er es gar nicht mehr an. Ja, Tiermenü öffnen. Nein. T-t-t-t-t-t, das zeigt das gar nicht mehr an. Okay, dann. Egal. T-t-t-t-t-t-t, dann machen wir das mal kurz so. Ach Mensch. Leute. Tierhaltung. Was hat er denn noch? Das ist der Mod. Steht ja gar nicht. Doch, Schwein. So. Die essen eigentlich alles, ne? Das haben wir. Da. Dann nehmen wir einfach mal Weizen. Pflanzen wir Weizen an. Auf den beiden Feldern hier. Dann können wir da nochmal ordentlich Stroh ernten. Also Stroh dann sammeln, pressen. Und dann auch nochmal Heu. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, Weizen ist auch drin. Sehr schön. Ist ja eine Direktsaat, sehr schön. Und sie fährt, sehr schön. Dann können wir mit dir jetzt losfahren zum Händler. Du hast doch gleich ein bisschen mehr Power unterm Hintern. Oh, hier rum. Dann fahren wir mit dir nämlich zum Händler. Und dann sehen wir uns, Leute, in der nächsten Folge direkt beim Händler. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ich werde auch nochmal schnell, dass ihr schon mal Bescheid wisst, den Mähdrescher auch hinfahren, weil da liegt noch unser Gebiss auf dem Boden. Das müssen wir noch einpacken. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich. Bis gleich.
also was heißt bis gleich, in der nächsten Folge, Entschuldigung. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge LS19 auf der Map Zweisternhof. Oh, das war jetzt echt Mist. Bis dahin, tschüss.